Warum kann ich denn das Zeug plötzlich nicht mehr aufmachen? Spieler, Hauptstufe. Heimlichkeit. Da ist nix. Werte. Vitalität. Achso, die Sachen habe ich gar nicht. Schlösserknacken ist fast auf 4. Hatte ich irgendwas, was das alles boostet? Ausdauer nicht, Ausdauer erhöht, Vergiftung, Energie wieder her, Arznei den ganzen Infizierten heilt, Heilmittel für Mehrwert, habe ich immer noch was? Hm. Regeneriert bin 5 Minuten 100 Lebenspunkte. Menschen werden mich lieben, Puppenmachertrank, Retterschnaps, Ringelblumen, Schützentrunk, Strauchdiebe. Fertigkeit, Schlösserknacken, Taschendiebe und Heimlichkeit sind für 10 Minuten 5. Wie viel habe ich davon? Ein. Groschen, gewöhnliches Kleid, bla bla bla. Könnte ich die beim Würfeln vielleicht gewinnen? Auch nix. Also hier. Karl ist Vertrag. Das ist die Konrads gestohlene Originalschriftstück des Abtes. Cool. Schnell. Warte mal, der war auf der anderen Seite. Aber warum konnte ich das eine Mal die Dinger knacken, die schweren Schlösser? Es geht. Ah, da. Das dachte ich schon, mach mich nicht fertig. Sei gegrüßt. Ich habe das nicht so laut, um Himmels Willen. Zeig her. In all seiner Pracht. Suche den Schreiber in Saso auf und sage ihm, der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Dann tut er, wie ihm geheißen. Ist das eine Losung? Gewiss. Er besteht darauf. Vergiss nicht, es laut und deutlich zu wiederholen. Dann musst du das neue Schriftstück nur Karel bringen und sagen, ein Bote hätte es gebracht. Na gut. Aber am wichtigsten, spute dich und bring das Original unverzüglich zurück. Karel ist kein Narr. Wenn er es nicht findet, wird er eins und eins zusammenzählen, wenn du ihm das neue Dokument bringst. Und das Spiel ist aus. Okay. Ja. Go! Weißt du, Alter, drei verdammte schwere Truhen bei dem drin. Und das letzte ist es natürlich. Hippity hopp.
Dieser scheiß Neutralitätsdreck immer, ey. Ja, ich weiß, neutral halten und sonst irgendwas ist zum Teil ganz gut. Aber doch nicht, wenn hier alles auf der Kippe steht, ey, und die hier einfallen wollen und was der Geier, was nicht alles. Vielleicht kann ich auch gleich mal zum Schneider latschen. Ist der Barnier luschen. Also auch schreibe. Schön, dich zu sehen. Ich soll dir etwas... Hm? Ah, der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Was? Die Losung? Das mit dem Fuchs? Was in Herrgotts Namen faselst du denn da? Konrad Kieser schickt mich. Warum sagst du das nicht gleich? Dieser Scheißkerl. Er wollte einen Narren aus mir machen. Nun, wie dem auch sei. Was willst du? Ich habe hier ein Schreiben und du müsstest ein neues aufsetzen mit, der gleichen Unterschrift und dem gleichen Siegel. Konrad sitzt also immer noch der Schalk im Nacken. Grüße ihn von mir. Dann lass mal sehen. Was für ein Wichser, Alter. Hm. Na gut, gib mir eine Stunde. Ich hoffe, ich bekomme deinetwegen keinen Ärger. Mach's gut. Was für ein Arschloch, Alter. Ist das ein elender Bastard? Gib mir eine Stunde. Wo ist der Schneider? Da ist der Schneider gleich gegenüber. Das ist so ein Wichser, ey. Oh, ist das ein Sack. Ja, lass mich reparieren, Alter. Halt's Maul. Ah, der Rüstungsfutz ist ganz vorne, wenn ich reparieren will. So, Redekunst wieder auf 14. Rüstungen. Wie schaut's mit kaputt aus? Das niedrigste ist 72 und es geht eigentlich. Waffen. Stecher ist auf 90, passt auch. Der Fuchs ist schlau, ist nur halb so schlau, wie er denkt. Was? Die Losung? Hä? Der schickt mich. Sag das doch gleich. Oh, sowas haut mich gerade weg, ey. Das dachte ich schon, ey. Auf bald. Jetzt ist die Stunde rum, oder? Die Quest sagt mir, dass rum ist. Ist es fertig? Ja. Und richte dem alten Tu nicht gut meine Grüße aus. Ey, du bist so ein Arsch, Alter. Ja. Aber ich sag ja, Alter, mit dem haben wir noch was zu tun, ey. Wie ich schon gemerkt habe, wie der drauf ist. Ja, servus, keine Zeit für irgendwelche Freunde. Wir können halt auch halt rumreisen und nach Arbeit suchen. Oh, Spezialisierungspunkt. Fair, du schaffst es. Noch offen, das heißt, ich kann nur neid latschen.
Wo ist denn das? Oh, das ist voll weit weg, ey. Ich dachte, ich kann da schneller hinrennen. Schon auf. Obwohl, gegen den Happen hätte ich nichts einzuwenden. So, jetzt aber. Du kannst wirklich nicht gleich mit... Warum das nicht? Und Alpen... Und er geht gut. Dank. Achso, warte, ich muss mit dem Typen wahrscheinlich reden, ne? Zeige bei Master Karl den gefälschten Brief. Boah! Los, Mann! Ich weiß, ich wirke ein bisschen gehetzt, ich will aber auch das Spiel nach und nach jetzt langsam nicht mehr abschließen. Boah, wenn ich immer alles so weit weg wäre. Pferd nach dem Springen nicht lenken kann, ist komisch. Warst du der Typ? Nee. Karl, da. Zu deinen Dienst. Ein Bote gab ein Schreiben für dich ab. An die Hand des... Ich gestatte... zu unterstützen... Erlaubnis, Sasau zu verlassen. Überaus praktisch für dich. Göttliche Fügung. Das werden wir sehen. Ich habe selbst ein Auftragsschreiben des Abtes. Und wenn deines gefälscht ist, steckst du in der Scheiße. Komm mit. Möge Gott über dich wachen. Pass doch auf. Ach so, deswegen. Oh, jetzt rennt der ganze Scheißweg außen rum, oder? Ah, okay, da geht's rum. Weißt du schon, wenn er halt da losrennt. Rennen, Alter, rennen! Für einen Baumeister kann er echt lang rennen. Eine Stunde sind wir dort. Renn, mein Baumeisterchen, renn! Ja. Gut, dass die Wegfindung nicht total im Arsch ist. Wenn jetzt irgendwo hängen bleibt, dann schmeiß ich Spiels Fässern aus. Halt, warte, das geht nicht, das ist auf irgendeinem Server. Wie halt die scheiß Tür zugemacht hat, du kleiner Asi.
Oh, ich darf mit rein, solange es mir zeigen will. Jetzt geht mir gegen den Strich, aber das Siegel und die Unterschrift sind echt. Konrad kann also gehen? Kann er. Das Dokument ist echt. Und wenn der Abt es befiehlt... Wunderbar. Ich sage es ihm. Mach's gut. Wie geil. Ja. Das ist aber auch nicht schwer, durch diesen einen Brief habe ich. Durch diesen einen Trank konnte ich das nur machen. Oder? Sie sind hinter mir her! Heilige Maria! Ich wusste, es würde so kommen! Was? Wer? Karel sagte, du könntest gehen und... Gehen? Ich kann nicht mal einen Fuß vor die Tür setzen! Nicht jetzt! Bitte beruhige dich und sag mir, was hier vor sich geht. Sie sind hinter mir her! Wer ist hinter dir her? Sigismunds Leute, natürlich! Aus welchem Grund denn? Weil er mir meine Kritik wegen Nikopolis nie verziehen hat. Und jetzt will er es mir heimzahlen. Was soll ich nur tun? Warum glaubst du, jemand wäre hinter dir her? Als ich unterwegs nach Sasau war, sah ich Baron Peka in Kostelitz. Er war bei Sigismunds Kreuzzug dabei. Ebenso wie ich. Danach wurde er wohl hier in der Schenke gesehen. Und ein Fremder kroch des Nachts in den Garten umher. Mein Gott, es gibt Anzeichen, dass jemand die Tür aufbrechen wollte. Sie sind hinter mir her, Heinrich. Möge Gott mich schützen. Sie wollen mich töten. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand hinter dir her ist, höre ich mich in der Stadt um oder lauere ihm auf. Aber was, wenn er sich an dir vorbeischleicht? Wird er nicht. Ich verstecke mich in den Gärten. Und wenn jemand in der Nacht umherschleicht, erwische ich ihn. Das wirst du nicht, wahr? Gut, gut. Aber verstecke dich gut. Wenn er dich sieht, wird er nicht kommen. Okay. Halte um Mitternacht. Gut, da haben wir noch ein bisschen. Alles wieder ablegen. Gefährte, Reitzeug. Nee, warte mal, Inventar. Hä? Da. Lederwams. Tester. Und der Wappenrock. Okay. Bruder Elias? Der pennt da oben, oder was? Jetzt, schauen wir mal.
Okay, 24 Uhr ist. Vielleicht ist hier wer rum oder nicht? Der da hinten? Oh ne, da ist keiner. Also man sieht keinen, man hört keinen. Das Einzige, was man hört, ist er da oben, oder? Ja gut, ich kann ja auch so rumlaufen, ich bin ja ziemlich leise eigentlich. Das sind die ganzen Baumeister, oder? Ha, warte mal. Questlog. Haupt. Genie und Wahnsinn. Nachts vor seinem Haus Wache halten. Warte mal, warum war das offen? Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Hä?
Siehst du auch was, Hund, oder nicht? Saftsack. Kommt doch niemand. Das ist ein Grab. Warum steht da eigentlich so ein Pferd? Wehrgräber. An sich ist doch da nichts. Ich könnte einen Happen vertragen. Okay, ich schau mal nach. Oh, ich muss auch bei mir aufhören. Kim Deliverance. Genie. Und Wahnsinn. Nur noch nach dem Meuchler Ausschau halten. Variante 2. Achso, das ist das da. Ja, das habe ich ja gemacht. Ja. Ah, okay. Oder muss ich einen Tag warten? Wahrscheinlich hat er das nicht geschafft, ne? Ja. Okay, dann warten wir halt ein bisschen. Das habe ich schon gegessen, ne? Ja. Wie alles hell erleuchtet ist. Kann ich 24 Stunden pennen? Nee. Scheiße. Ja, dann eben bis dahin. Ja, ich bin ja schon ruhig, meine Güte. Wahrscheinlich ist das jetzt nicht getriggert worden, weil es noch am selben Tag war. An sich schon in der Nacht. Wahrscheinlich deswegen. Dann ist der Charakter, der es wahrscheinlich machen soll, nicht losgezogen.
Ja. Jetzt kann ich nämlich ihn ausfragen. Wobei wir jetzt dann aber auch aufhören sollten. Wer warst denn du? Ja. So, schauen wir mal. Bürger. Schön, dich zu sehen. Kannst du mir etwas über einen Meister Paker sagen? Natürlich. Es heißt, er kam zum Handeln her. Zumindest behauptete Peter das. Meinte, er hätte mit ihm im Gasthaus gewürfelt. Gott sei mit dir. Viel Gesundheit. Bist du Meister Paker? Der bin ich. Mit wem habe ich das Vergnügen? Heinrich, von Scarlets. Und was begehrst du von mir, Heinrich? Was führt dich nach Sasor? Ein Verhör also, verstehe. Ich bin geschäftlich hier. Und mit wem machst du Geschäfte? Warum fragst du nicht lieber nach meinen Dirnen? Mit wem ich Handel treibe, ist meine Sache. Na gut. Wie der Meister. Lebe wohl. Warum weiß ich eigentlich plötzlich vor dem? War das überhaupt irgendwie im Gespräch? War da drin noch was zu futtern? Topfessen. Sehr gut. Ich bin trotzdem nicht satt. Scheiße. Schack mal. Gott sei. Möge Gott mit dir sein. Sattheit 17. 6. Wanko prüfen, passt. So. Oh, nochmal zurück und warten. Das war jetzt auch ziemlich für einen Eimer. Ja, ich sollte nicht mehr da entlang reiten, sondern über das Ding springen. Okay, für Springen braucht er mal ein bisschen Ausdauer. Boah! Alter! Was zur? Was zur Hölle war das jetzt, ey? Das habe ich nicht kommen sehen. So. Bis 24 Uhr warten. Oder kurz vor 24 Uhr und dann. Du. Was der vor ihm will. Drücken muss ich hier nichts, oder? Müsste doch eigentlich gleich auftauchen.
Hä? Ist doch 24 Uhr. Oder muss ich mich oben verstecken? Da. Dich kriege ich. Warte nur. Hä? Zwei? Wer war denn der andere? Elendes Ding. Halt! Was machst du hier? Still um Himmels Willen. Du wächst das ganze Kloster auf. Ruhe! Um Himmels Willen, ich habe dich bei einem Mordversuch erwischt. Mordversuch? Was redest du da? Du hast mir ins Gesicht gesagt, dass du nur geschäftlich hier wärst. Dass Meister Kieser keinen Grund zur Furcht hätte. Und dann schleichst du hier vor seiner Tür herum. Kieser? Lebt er etwa hier im Kloster? Nun, ja. Hier in diesem Haus. Was hast du hier zu suchen? Das ist ein furchtbares Missverständnis. Ich habe ein langjähriges Abkommen mit dem Kustos, Sebastian vom Berg. Ich versorge ihn mit Salz und Gewürzen. Und ich kam ihm auf die Schliche, dass er mich wiederholt betrogen hat. Dieses Zerwürfnis ist schon ein Weilchen im Gange. Ich wollte mein Geld zurück, das ist alles. Ich hege keinen Groll gegen Konrad. Ich glaube dir kein einziges Wort. Ich... Tut mir leid, aber ich sage die Wahrheit. Da lässt sich wohl nichts machen. Es sei denn, du beschließt, mich auf der Stelle aufzuspießen. Aber wenn es dich beruhigt, ich höre auf, hier nachts herumzuschleichen und kläre die Sache mit Kustos Sebastian auf andere Weise. Gott behüte dich. Aber wer war denn eigentlich der andere? Noch mal einer. Ha. Huh. Du darfst hier nicht mit einer gezogenen Waffe rumlaufen. Steck sie. Entschuldigung. Also. Nun, hast du hier. Habe ich. Und? Kein Grund zur Furcht. Ich hielt die ganze Nacht Wache und nichts geschah. Einige Leute gingen vorbei, aber niemand Gefährliches. Und was ist mit Peker? Willst du damit sagen, er habe keine bösen Absichten? Genau. Er treibt bloß mit dem Kustoshandel. Seine Geschäfte führten ihn hierher. Nun, ich lasse mich aber lieber noch ein Weilchen nicht blicken. Komm nach Palmberg. Dort bist du von einer ganzen Garnison umgeben. Hm.
Ja, ich schätze, das ergibt Sinn. Danke, Heinrich. Ich stehe in deiner Schuld. Wir sehen uns in Thallenberg. Oh, na Gott sei Dank. Aber wer war der eine, der da rumgeschlichen ist? Weil der hat doch auch gemeint, dass es ein hübsches Sümmchen wert ist und dann ist er weiter. Also auf nach Thallenberg. Unterwegs lassen wir es irgendwo noch aufspießen und abschlachten und dann... Mai denn? Sehr gut. Ups. Ja. Das ist die Frage, wo ist der Faithful? Der war... Hä? Was ist los? Oh. Ein gut gewähltes Plätzchen. Ihr möchtet das Tor angreifen, richtig? Genau. Wir wollen nicht mehr Schaden anrichten als notwendig. Das ist verständlich. Toss hat sich also dort verschanzt. Auch richtig? Ja, genau, Meister Konrad. Wie ich hörte, hast du noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ach, nicht wirklich. Mit dem bin ich fertig. Bei seinem Feldzug gegen die Ottomanen zog Sigismund Tossrat meinem vor. Und wir wissen alle, wie das endete. Ach ja, wie endete es denn? Schlecht, mein Herr. Der Stolz der französischen Ritterschaft fand dort sein Ende. Sigismund floh um sein Leben. Und ja, zugegeben, ich ebenso. Ich kann dir versichern, wir werden hier nicht denselben Fehler machen. Wir haben nicht vor, sie auszuhungern, damit sie aufgeben. Wir wollen das Tor niederreißen. Ich stehe euch zu Diensten, meine Herren. Wir bauen so schnell wir können. Der Tribok sollte schon in ein paar Tagen fertig sein. Und ich könnte Roquetas zur Verfügung stellen, um die Feinde von den Zinnen zu fegen. Roquetas? Ich glaube, ich habe dieses Wort noch nie gehört. Roquetas sind mit Schwarzpulver gefüllte Geschosse mit einem Loch an der Unterseite, um sie zu entzünden. Sie fliegen auf den Feind zu, wie in etwa bei einer normalen Kanone, nur ohne die Steine. Absolut effektiv, meine Herren. Verstehe. Aber wir haben hier in der Gegend weder Schwarzpulver noch Kanonen. In der Tat. Das hätte mir klar sein sollen. Aber ich bin ein großer Freund der Roquetas und male mir oft aus, was Alexander der Große mit ihnen hätte erreichen können. Templig. Ich verstehe schon. Wir befinden uns hier in einer gewöhnlichen Situation, die auch einer gewöhnlichen Lösung bedarf. Ich hoffe noch immer, dass Toss zur Vernunft kommt und mit uns verhandelt. Ich denke, das wird er, Herr. Spätestens dann, wenn er unseren mächtigen Tribok vor seiner Nase sieht. Schauen wir mal. Spiel gespeichert. Suchst du mir erstmal wieder aus, Alter. Das macht mich wahnsinnig in so einer... X. X. Zack, 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 zack. Oh. So, und jetzt? Berichte Meister Konrad, Pfeiffer, bla bla bla. Gott segne dich. Ich konnte mich mit Konrad einigen. Er ist bereits hier. Du würdest nicht glauben, wie klug der Kerl ist. Jetzt bauen wir diesen Tribok. Das garantiere ich dir. Sei vor Losung. Eine Sache noch. Hast du so gewollt? Falls er dich irgendwo mit einer Losung hinschickt, in der ein Fuchs vorkommt, solltest du lieber auf der Hut sein. Bis zur falschen Zeit, Losung? Am falschen Ort. Fuchs? Hier drüben! In Ordnung, ich denke daran. Schön, dass ich helfen konnte. Ich bin gute Art. Ich bin hier.
möge Gott mit dir sein. Hey, Häuptling! Kurva Fick! Sieh an, was da unter dem Stein. Hat er den Ding gekillt? Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Zu den Waffen! Hier rüber! Warte mal, Pager? Wer bist du? Hä? Hey! Ihr alle hier sammeln! Gut! Gut! Er wollte mich umbringen! Alarm. Aber... Es war Pager! Dort liegt er! Komm nach Palmberg. Hm. Hier ja. Drüben! Wo sind alle? Schnell! Alter, der wollte ihn wirklich umbringen? Alter, edler Huf für 900. Warte mal, edle Stiefel für... Wow. Wie der hier halt wirklich einfach auftaucht. Jetzt konnte ich das Gespräch nicht zu Ende führen. Oh ja, Köhler. Scheiße, das mit den Köhlern hatte ich nie. Alter, wie dieser PK halt wirklich hier aufgetaucht ist, mitten in dem scheiß Kriegslager. Ja. Und der läuft jetzt hier einfach rum, wie wenn nichts wäre. Ich meine, die könnten ihn von da oben einfach runtersnipen. Was zur Hölle? Das kam jetzt unerwartet. Ich dachte, die greifen uns an, um uns zu unterbrechen oder so. Das ist schon, ich hab's vermasselt. Der immer, Alter, nein. Aber er ist untötbar, das ist schon mal gut. Köhler, 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 Köhler. Heinrich, schön, dass du da bist. Jetzt sollte wissen du, Köhler-Zwilling. Brinus. Radan. Ah, warte mal, der Rude ist immer der Chef, ne? Ah, doch, mit dem. Wortführer. Das ehrt mich, dass... Ich bin auf der Suche... Jetzt schon? Was ist mit dem, das wir bereitgestellt haben? Keine Ahnung, und das spielt auch keine Rolle. Habt ihr welches oder nicht? Ja, es gab einen Käufer, aber der hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. Wozu brauchst du es? Eine Bande Briganten nahm Thalmberg ein und wir belagern es nun. Wir könnten das Pech gut gebrauchen. Oh, das ist nicht bis hierher durchgedrungen. Na schön, nimm es. Du hast uns damals mit diesem Rotschopf geholfen. Und immerhin ist es für unseren Lehnsherrn Divisch, nicht? Wenn du es selbst schleppen willst, nur zu. Ich kann aber auch... Hab Dank. Auf Wiedersehen. Okay. Pferd. Ah, da hinten. Ja. So. Kurz mal das Schnellreisen hin. Alter, da ist auch ein Weg. Warum gehst du da rum? Warum mitten durch den Wald? Du dämlicher Arsch. Glück gehabt. Jemals Pech abholen soll.
Pizza? Questlog, Belagerung. Ah, okay, Pech war noch Hauptding. Dann müssten wir eigentlich alles haben, ne, für die Belagerung. Ey, wie diese hohen Herren halt, die einfach frei rumlaufen, so ganz alleine, keine Waffen. Passt schon, alles in Ordnung. Hier, Pech. Ich hoffe, ich kann... Die Köhler in der Nähe haben Pechvorräte und geben sie uns ab. Herr Robert wird erfreut sein. Das bisschen, das wir noch übrig hatten, ging aus und er machte sich Sorgen. Dazu besteht kein Grund. Gut, ich teile jemanden ein. Gott behüte dich. Wie funktioniert eigentlich ein Tribok? Was weiß ich? Frag doch den Meister, den sie aus Sasau angekarrt haben. Den Herrn lasse ich lieber... Okay. Questlog, Belagerung, alle. Die Seuche. Plünderer. Soll ich jetzt ein paar Tage warten oder so? Halt, warte. Ja! Wo ist das Zweitlager? War das da hinten? Nee, da, ne? Ja. Ah ja, genau, das ist ja da erhöht. Wie sich halt am Ende rausstellt, dass der wirklich den versucht umzubringen. Gott sei mir. Ich habe einen Knochensäger. Ich habe einen Knochensäger für die Verwundeten herbeordert. Hab Dank. Die meisten von ihnen verloren ihr Zuhause und ihr Leben ist alles, was ihnen noch bleibt. Was denkst du? Ich? Als würde es nicht reichen, riesige Felsbrocken auf meine Burg zu schleudern, will er auch noch Fässer mit Schwarzpulver. Ich verstehe, aber er muss etwas unternehmen. Diese Felsen könnten meine Frau treffen. Und wenn die sie nicht erschlagen, könnte sie das Schwarzpulver zusammen mit Herrn Ratzig verbrennen. Ja, ich weiß. Verzeih, ich weiß, wie du dich fühlst. Mir geht es ähnlich. Wenn wir fertig sind... In welchem Zustand mag meine Burg wohl sein? Was soll ich tun, wenn das Schlimmste passiert? Was... Ach, genug davon. Sprechen wir lieber ein Gebet. Okay. Lebe wohl. Na doch, da oben ist das Lager. Ja, dann gehen wir halt mal da auf. Ja! Wow, das haben wir halt von unten nicht gesehen. Aber der Typ muss doch irgendeinen Plan haben. Kannst du mir nicht erzählen, dass der jetzt dann einfach zuschaut und uns den Tribok bauen lässt? Wobei ich ja eigentlich schlimm finde, dass die hier niemanden hatten, der wohl überhaupt sich mit Belagerungswaffen auskennt. Gegrüßt. Meister Pfeffer, wie läuft es mit dem Bau des Triboks?
Nun, da mir Meister Kieser hilft, viel besser. Um die Wahrheit zu sagen, ist es eher so, dass ich ihm helfe. Ich mache mir Notizen und lerne. Nächstes Mal bist du der Meisterkonstrukteur. Lieber wäre mir, es gäbe kein nächstes Mal. Hallo? Achso, wie läuft die Arbeit mit Meister Kieser? Ausgezeichnet. Sein Wissen über Konstruktionen und Mechanik ist erstaunlich. Er ist wahrlich begabt. Also hast du keine Zweifel am Nutzen des Tribox? Nicht im geringsten. Es ist offenkundig, dass Meister Kieser genau weiß, was er tut. Wie lange glaubst du, wird es noch dauern? Ich wage es nicht zu schätzen. Das Grundgerüst ist wohl einfach und schnell gebaut. Die anderen Sachen sind komplizierter. Dann wären da noch das Auswuchten, die Flugbahn, die Reichweite. Verstanden. Ich hoffe, er ist bald fertig. Ich ebenso, Heinrich. Bis später. Wo ist der andere Typ jetzt? Außer der wurde einfach hängt. Warum pennen die denn jetzt alle? Da ist er. Geht es dir gut? Gut. Aber komm nach Talmberg. Geht es dir gut? Gut. Aber komm nach Talmberg. Oh oh. Ja gut, aber an der Stelle werde ich mich jetzt dann bei euch fürs Zuschauen bedanken. Also stimmt mir denn nicht. Seien wir ruhig da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance. Und dann denke ich mal, wenn wir die Belagerung starten, wenn jetzt hier nicht irgendein Bug passiert. Weil da werde ich jetzt mal kurz nachschauen, was wir jetzt danach machen müssen. Weil nachdem ich das mit dem Priester ja nicht hinkriege und ich jetzt auch keinen... Und ich glaube, die eine Mission kann ich auch nicht machen. Die was für den zweiten Priester ist. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Also, macht's gut und Servus.